Digga, was ist denn mit dem los? Alles gut bei dir? Hallo? Ja, natürlich, natürlich. Bei dir auch. Was ist los? Ali, verschissene Scheiße, Mann. Das ist echt nicht weg, so jetzt. Du hast mich gestört, ich krieg grad paar 90s. Verdammt. Ja. Wie, du kriegst grad paar 90s? Steig mal ein, Alter. Hast du schon meine neue Karre gesehen? Schau mal, ich krieg paar 90s oder was mach ich denn hier, Habibi? Natürlich, natürlich. Was geht, Soße? Bist du auch hier? Ja, verdammte Scheiße, ich bin hier irgendwie gestrandet, Mann. Was soll ich dir sagen? Maschallah, maschallah. Und wie läuft's? Ja, sehr gut, verdammte Scheiße. Ich habe schon sehr viele neue Freunde geschlossen und, mir geht's jetzt dato sehr, sehr gut, verdammte Kacke. Weißt du, wie ich mein, Mann? Ich bin sehr freundlich geworden, ich habe mich ein bisschen verändert. Nimm deine dreckige Karre da weg, du Wichser! Und ja, wie soll ich dir sagen? Ja, okay, du hast dich ehrlich gebessert. Ich muss schon ehrlich sagen, Habibi. Und ich freue mich, dass du Freunde geschlossen hast. Danke dir, ehrlich. Sag mal, ist Voice Crack auch hier eigentlich? Ja, natürlich. Der Craig Chunky hat die ganze Nacht gearbeitet. Die ganze Nacht? Ja, ja, der ist ein bisschen lebensmüde. Ey, yo! Ey, Bruder, kannst du uns helfen? Ey, Bruder, hallo, hallo! Hallo? 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 Du Hurensohn! Was ist mit ihm? Ich hab keine Ahnung, Habibi. Der hat wohl Angst gehabt. Einfach NPC. Ja, ja, Habibi. Man sieht nicht mal mein Gesicht an, man anschaut nämlich. Ich seh nix. Meine Augen sind so. Wie kannst du überhaupt fahren? Das ist mein... Jo, hallo, hallo. Können Sie uns kurz helfen? Ah, hallo. Was soll denn das? Du hast richtig reingeschissen, ich sag dir ehrlich. Habibi, ich hab Maniac-Challenge gemacht. Was soll ich machen, man anschaut dem? Aber eigentlich sieht dein Auto auch aus wie ein Pendlerauto, muss ich ehrlich sagen. Ich glaubst du, wir kommen damit durch? Ja, ist schon möglich. Okay, wo fangen wir an? Lass mal zum PD, komm. Guck mal, ich habe keine Kleidung mehr, wissen Sie? Und es hat sich schon so eine Schicht von Schmodder um mich herum gebildet, dass ich halt kein Geld mehr habe. Und wir sind trotzdem so lieb, dass wir Spenden fürs Tierheim Buxtehude sammeln, wissen Sie? Ah, okay. Ich habe da schon 10.000 Euro gespendet. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht auch eine kleine Spende hätten, wissen Sie? Ja, ich gebe Ihnen auch was. Wir warten Sie. Vielen Dank, sehr gütig von Ihnen. Was, wie viel hast du bekommen? 1.000. Na, Habibi, so geht das, komm. Inshallah, heute Tankstelle. So, als nächstes, wen kann man noch? Er sagt Inshallah, heute Tankstelle. Kali, Kali. Ja, okay, yalla, lass mal hin. Ich sage, wir kommen Kopfschuss zurück. Weißt du? Dann, die werden schon sehen, dann eröffne ich das Ali-Kartell und dann hole ich mir die Waffen an meinen Anschaften, dann sehen die Mann. Ich soll lieber nichts anlegen mit Ali. Wir gehen dahin, wir kriegen das hin. Ja, normal, normal. Diese kleine Schlampe, die hatte safe Geld dabei, ne? 100%. Die hatte zu 100% Geld dabei, wir sagen nur, dass wir zu Automaten gehen, ja, ich bin gerade im Dienst. Genau, diese Frau hat mich gestern auseinandergenommen und meine letzte Geld genommen. Die hat mich hops genommen, scheiß Kopf. Was ist das denn hier? Hier sind schon zwei Penner. Schau mal. Gib dir gerne was. Ich hab nicht viel. Aber das, was ich... Was du geben kannst, gib gerne. Boah, Walla, wir haben Jackpot gewonnen. Walla, Habibi, ich hab doch gesagt, ihr habt Geld. 2.500. Hey, trau mir, das war die beste Protestierte in ganz Dortmund. Die hat Geld. Wo ist der denn, der Jackpot? Ich hab den noch gar nicht gesehen, Alter. Ja, ja, du wirst auch wünschen, du hättest den niemals gesehen, wie der aussieht gleich. Ah, schau mal. Ich denke, der ist Sommerurlaub. Steig ein, ihr Kerl! Sieht aus wie Scheiße, Alter. Hilfe. What up, Homies? Weiß gar nicht, mach einen Job. Wir nehmen mich hier nicht umsonst auf, du Wichser. 9393. Ah, so ist das also. Okay, okay. Da macht er mich immer zum Hund, Alter. Warum zähl ich hier? Ein Hund nicht hier. Hast du gut geschlafen eigentlich, Voice-Krieg? Natürlich hat er gut geschlafen, weil dieser Crack hat 5 Gramm Feuer geraucht hat. Nicht mal hinbekommen, irgendwas im Navi einzugeben. Walla, du bist für nichts. Ich hab doch, guck doch erstmal richtig. Du ein Idiot, Alter. Okay, hört mir zu, Jungs. Ich glaube, wir machen eine Menge Kohle damit heute, ja? Ja, Baby, das ist das erste Mal, dass ich Kohle mache und das ist keine Shisha-Kohle. Walla. Hör mir zu, wir machen damit unsere Tankstelle fertig. Das wird alles fair aufgeteilt. Auf welchen Namen sollte die laufen? Sagen über meinen Namen, oder? Du bist natürlich auch sehr vertrauenswürdig, Sosa. Doch, doch, ich geb euch das Geld, Mann. Das wird in 3 aufgeteilt. Ja, natürlich, natürlich. Wirklich, wirklich, vertrau mir doch da. Ich wollte jetzt einen Spruch bringen, aber ich lasse es lieber. Ich kenne da noch jemand anderes, der in 3 aufgeteilt wird. Guck mal, hört mir zu, Jungs. Ich glaube, ich kenne sie auch. Hört mir zu, Jungs. Ich weiß, das klingt ein bisschen scheiße und so. Aber vertraut mir, ihr kriegt euer Teil ab, Mann. Habe ich dich jemals schon mal angelogen? Ah, Habibi, dein erstes Wort, wo ich dich kennengelernt habe, war eine Lüge am Anschlag.
Hör mir zu, Mann. Ich habe mich doch gebessert. Ich habe doch am Anfang gesagt, ich habe mich gebessert, oder nicht? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der hat sich ehrlich gebessert, Voice-Crack. Der beleidigt nicht mehr und so. Ah, ehrlich? Ja. Ja, der ist... Ich habe den mit Anzug getroffen und so. Der meinte, der ist Banker. Ah, Bruder, ein Bluffer. Ja, ich sitze 2 Minuten im Wagen und er macht mich schon direkt zum Hund. Cousin, komm runter. Wir sind unten. Ich bin gleich da, ciao, ciao. Ja. Hat Jan gezogen, Cousin. Guck mal, hört mir zu. Verdammte Scheiße. Hört mir zu, ey. Ja. Wir sind hier vom Tierheim Buxtehude. Wir sammeln Spenden. Das Tierheim Buxtehude. Es ist heute erst eine Ratte gestorben und 3 Katzen mussten eingeschläfert werden, wisst ihr? Und wir sammeln halt Spenden damit. Wer sind die anderen 2 Cousins? Mein Name ist Ali Habu. Ali Cousin? Was geht, Habibi? Oh, was geht ab, Cousin? Und der letzte? Ich bin Toni. Voice-Crack, Ali und Toni, das wird jetzt so enden, Cousin. Wir brauchen halt das Geld, um die Tiere da zu retten, ja? Jede Spende zählt, jeder Dollar mehr ist. Komm, Ali, weinst du gerade, Cousin? Ja, ich hab ein bisschen Tränen in der Auge, Habibi. Oh, Ali, alles gut. Du weißt nicht, wie sehr mir das an Herzen geht, weißt du? Danke, alles gut. Danke für deine großzügige Spende. Habibi, bist du überhaupt mit irgendwas zufrieden? Komm, fein. Jetzt. Danach fahrst du, aber das bist du ja eigentlich. Eine muss eingeben in Google Maps, andere muss fahren, aber du sitzt hier wie König. Wallah, der Ding Prinz aus Dubai. Du bist der Tuner hier? Ja. Richtig, Habibi. Du bekommst das hin. Komm runter, du schaffst das. Sind wir vom Tierheim Buxtehude und heute mussten schon 4 Katzen. Ich kann das nicht. Heute mussten schon 4 Katzen eingeschläfert werden, weißt du? Ja. Wir sammeln halt Spenden fürs Tierheim, weißt du? Und wir wollten halt einmal durchfragen, ob du auch eine kleine Spende vielleicht hast fürs Tierheim. Ja, ihr habt das sehr schön gesagt. An wen gebe ich denn das? Big Sosa. Ey, wir müssen danken! Ey, Sosa, du bezahlst! Wenn du nicht bezahlst, du bist ein Arschloch! Wallah, Mina! Du bezahlst! Ich bin knapp bei Kasse, Mann, ich kann nicht zahlen! Knapp bei Kasse, aber dann schafft den Beruf dich! Ey, Ali! Wollen wir ihn einfach stehen lassen? Eigentlich, wo ist die nächste Tankstelle eigentlich? Hab ich doch eingegeben im Navi, Mann, du fährst wie ein Bastard! Warum vergisst du auch zu tanken? Warum guckst du nicht auf den Tank? Wieso guckst du nicht auf den Tank? Ich bin mit Fahren konzentriert! Kannst du nicht fahren und auf den Tank gucken, oder was? Nein! 2 Sachen gleichzeitig kannst du nicht, ja? Nein! Hast du ein Problem damit? Natürlich haben wir ein Problem damit, wenn ich Vollidiot gleich laufen muss wegen dir. Also, wer geht jetzt los und holt Hilfe? Wir machen das ganz einfach, okay? Mhm. Wir spielen ein Spiel. Wie viel Bargeld hat wer dabei? Der am wenigsten Bargeld hat, läuft los. Weißt du, du bist ein richtiger Arschloch. Nein, wir können machen. Wir können machen. Aber dann sagt ihr, habt ihr mich gefickt? Ich hab ein Auto gekauft. Der eine sagt jedes Mal, die fragen, wem soll ich Geld geben? Mix außer. Aber dann sagt ihr, was für Mix außer reicht euch irgendwann? Ich lauf schon, fickt euch, aber dann sagt ihr. Hallo. Hey. Der Bastard, Alter. Du Hurensohn. Hey, diese Worte solltest du hier auffassen, Ali. Ja? Ja, ist haram. Ist haram? Es ist mächtig haram. Nicht mal Hundesohn geht. Was mit Uhrensohn? Ja, ich weiß nicht. Grenzwertig. Habibi, du kannst sag einfach, du Sohn einer Tochter. Das hört sich zwar normal an, aber das ist lustig, weißt du? Sohn einer Tochter, okay. Ist ja auch keine Beleidigung. Was ist mit du Sohn einer hässlichen Tochter? Das ist wiederum Beleidigung. Oder du Sohn einer anschaffenden Tochter. Hey, ich glaube, der Schwanz, den du gerade Uhrensohn genannt hast, fährt uns hinterher. Tut mir leid, Mann, ist mir rausgerutscht. Besser so, Mann. Pass mal auf, was du sagst, Mann. Ich rein nicht so, aber dann schaff dir mir eine Kühlbox, bevor ich deine Nase boxe, ja, gell? Was? Ja, du hast schon richtig verstanden, bevor ich aussteige und meine Nase kaputt mache. Der Mann, reiß dir du Buschgesicht, Mann. Guck mal, wie du aussiehst. Was hat der gesagt? Du, ich glaub Buschgesicht. Ah, ja, jetzt fahr, 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 fahr! Scheiße! Was? Du verschissener Wichser, Mann. Warum kannst du ihn aus dem Auto hauen? Du hast gesehen, hä? Hey, wo geht's denn jetzt hin? Verdammte Scheiße, Spenden sammeln! Ey, Falkali-Auto, der! Die sind schon wieder auf Call of Duty unterwegs. Meinst du? Wey, ja, natürlich, guck mal, wie er fährt, Bruder. Feind, hä? Was hast du auch so eine Muchkarre? Ali, musst du anschreien, nicht mich, Junge! Ali, warum so eine Muchkarre? Du meintest doch, wir müssen aussehen wie Penne. Hey, wo ist denn? Nein, er ist weg, Mann, weil seine Karre scheiße ist. Ich will doch ankommen, Ja, Bruder, wir kommen doch an. Wie fährt er? Jetzt wird nur das gezogen. Hier ist doch jemand. Hallo?
Hallo? Der klemmt gerade hier unter der Tür. Oh, das wollte ich nicht. Ah. Hä? Habibi, was machst du aber anstatt dem? Wir haben Geisel, los. Jo, hey, Jungs, Banke, mach dir nichts damit, Jalla. Steig ein, komm. Jalla, du bist ab jetzt unsere Geisel. Oh. Du bist jetzt unsere Bitch, hast du das gehört? Ja, ganz genau, dein Arsch zeigt schon aus dem Fenster, Mann. Und wenn ich will, dann wirkst du auch noch aus dem Fenster. So, Habibi. Genau so. Habibi, schau mal, das ist doch ein fairer Deal. Wir verchecken das dann und das Geld, was wir einnehmen, spenden wir ans Tierheim. Wir machen das nicht, weil wir das wollen oder weil wir Stress wollen. Wir haben keine andere Wahl, Habibi. Wir sind vom Tierheim Buxtehude, Mann. Wir spenden das Geld sowieso. Ja, das stimmt alles, was die sagen. Du machst das für einen guten Zweck, Habibi. Jetzt ist mein Leben schwer, Habibi. Leben in Los Santos schwer. Okay, bist du mit 7 einverstanden? Oder 8? Ja. Okay, gib uns 8 und du kannst gehen. Okay, ich hab's. Danke dir für deine Spende. Hau rein. Hau rein. Er muss jetzt laufen, ja. Oh, fahr mal einfach drauf. Wir sind noch gute Freunde. Meinst du? Ja, locker. Habibi, ich hab das Gefühl, dass uns bald 15 Familien jagen und wir durch die ganze Stadt mit einem Auto flüchten, was 120 fährt. Bruder. Aus welchem Busch bist du gekommen? Was machst du? Da sind noch zwei seiner Hermanos. Hallo, was macht ihr auf dem Anwesen? Wir sammeln Spenden fürs Tierheim Buxtehude. Okay, dann geht mal kurz raus, ich komme gleich raus, ja? Ist Bitcoin da? Nicht am Anwesen. Hast du seine Nummer für mich? Nein. Hat irgendwer anderes seine Nummer? Leider nicht. Ich leg's einfach auf den Boden. Ja, leg auf den Boden natürlich. Ich bin ja auch ein Penner und der Albert erhebt das auch vom Boden. Bitte ich will das Geld, komm! $150, wirklich sehr großzügig, Habibi. Ja, ich hab selber nicht mehr, Mann. Deine Schnauze, du Wichser, Mann. $150, was sollen du da, Bitch? Damit kann ich dich mal einen scheiß Küken ernähren, du Bastard, Mann. Komm doch raus, Mann, und verdien dir die Kohle, du Wichser. Das hat er nicht gesagt. Du scheiß Wichser. Fick ihn, aber dann schafft ihn. Komm her. Wir sind noch eine Gang. Hey. Was denkst du? Schlag den, Jalla, fick den. Jalla, fick den. Fick ihn. Wichser, denkst du nicht an, aber dann schafft ihn. Schlag ihn, ja, ey, wir müssen weg, er hat seine Jungs gerufen. Fuck! Yo!